Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir versucht, diese Mini-Quest mit dem Malachy Ranch abzuschließen, aber irgendwie haben wir den hier nicht gefunden, aber er muss hier liegen. Das heißt, ich werde noch einmal durchschauen. Das sollte ja wohl nicht so schwer sein, den hier zu finden. Fangen wir wieder da an, bei diesem Gebäude. Vielleicht habe ich einfach irgendwas übersehen, irgendwelche Gruft oder irgendeine Gruft oder so irgendwas. Weil bei den P-Schüler und Söhnen gibt es ja auch einen Abgang, den man nicht sieht. Und wer weiß, vielleicht habe ich das hier einfach nur nicht gesehen. Warte mal. Einen Haufen so Ecken, in die man nicht sehen kann. Wer weiß. Ah, blutig. Da ist eine Tür ins Feuer. Ah, doch, da. Meine Güte, ich bin so blind. Small Metal Object. Schauen wir uns doch glatt einmal an, was da drinnen ist. Ratten. Oh. Das sehe ich aus. Diese Typen, die ich da gefunden habe, sind ja die ärgeren Monster. Diese armen Rattis. Na gut, Stierbratte. Okay, stirb nochmal. Ich kann das auch nicht nur ihr mit einem Schlag alles killen. Okay. Gut, also die Ratten werden ja wohl wahrscheinlich nichts dabei haben, so wie immer. Ah, da ist wieder so ein Dings. Gibt es noch irgendwas hier herunten zum Anschauen, bevor wir weitergehen? Na super. In den Keller. Ist hier irgendwas Widerliches? Zombies. Nägel. Ich mag die Geräusche, die sie machen. Nägel. Ja, treffen wir auch irgendwas oder lassen wir das heute bleiben? Boah. Der schlagt auf meinen armen Dings ein. Wie heißt denn Zucker? Nägel. Aber auch die Nägels haben nichts. Ja, ein bisschen ärgerlich. Nur ein paar Erfahrungspunkte. Ah, das sind mehr Nägels. Ah, warte mal. Au, hört sich ja auf, den armen Zucker zu hauen. Arg. So, gehen wir mal daher und machen wir mal ein bisschen Feuer. Ja, wir können das auch. Das mit dem... Wow, finde ich irritierend, dass das so schnell geht. Aber immerhin, wir sind kurz vorm nächsten Level. Hörst du auf mich zu schlagen? Huch. Der wechselt die Waffe ständig. Das ist ja cool. Wir werden ihm auf jeden Fall
anschauen. Ein Critical Miss. Das ist ja wohl. Wir werden auf jeden Fall vielleicht mehr Patronen geben, also alle Patronen, die wir so finden. Ach was, das sollten wir auch so hinkriegen. Super. Ich bin so unfähig. Ist ja nur ein Zombie. Oh, das ist aber ganz schön weit verzweigt da herunten. Gehen wir in die Richtung. Schauen wir mal. Okay, da geht's nicht weiter. Wenn da wenigstens irgendwas zum Plündern wäre. Naja, wobei andererseits immerhin gibt's Erfahrungspunkte. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Nö. Das ist ein Dead End. Ich bin falsch gegangen. Ärgerlich. Naja. Gleich sind wir Level 16. Gleich sind wir Level 16. Wir folgen den toten Körpern. So, woher kamen wir? Von der Richtung, glaube ich, oder? Das heißt, wir gehen so weiter. Okay, links oder rechts? Ja, gute Frage. Bleib mal links. Hörst du auf mich zu hauen? Echt arg. Kriege ich eigentlich auch Erfahrungspunkte, wenn die den Schaden machen? Ein wenig, aber nicht viel. Kommt mir vor. Oder ich bringe einfach wenig Erfahrungspunkte, diese Zombies. Oder ich brauche schon irre Mengen an Erfahrungspunkten, das könnte natürlich auch sein. Was haben die da unter dem Friedhof gegraben? Okay, da haben wir wieder ein Dead End. Da haben wir wieder einen Zombie. Zombies sind jetzt nicht so dramatisch. Au. Hey. Könnte mal wieder eine Wand werden. Gezeichnet. Und Level gestiegen. Na hey, hörst du auf mich zu hauen? So, wir sind gestiegen. Dann machen wir das doch glatt.
Willpower 13, auf Willpower 15 müssen wir kommen, damit wir da das tollste. Nein, Willpower 18 sogar, glaube ich, oder? Ja. Willpower 18 brauchen wir insgesamt. Mein Willpower an sich ist jetzt eh nicht so schlecht, wenn wir nehmen, weil das erhöht auch unsere Lebenspunkte. Ich überlege nur gerade, ob wir vielleicht auch wieder in Persuasion investieren. Dafür brauchen wir Charisma 12. Wir haben Charisma 12. Erhöhen wir Persuasion. Wir haben ja festgestellt, Persuasion ist ein ganz wichtiges Skill in dem Spiel. Auch wenn uns das jetzt hier in dem Kampf jetzt gerade nicht viel bringt, aber das scheint ja jetzt nicht so schwer zu sein. Vielleicht sollte ich aber dann trotzdem abspeichern. Weil... Oh, da ist schon wieder ein Zombie. Ah, das ist ein Ghoul jetzt. Das ist was anderes. Muss schon was an. Dann machen wir doch glatt wieder eine Mauer. Eine flammige. Au. Hörst du auf mich zu hauen, du. Ghoul, du. Noch ein Ghoul. Ha, den haben wir mal gekillt. Wir sind so gut. So, wo gehen wir weiter? Na, da. Ja. Das ist ja noch ein Zombie. Das ist wie ein Zombie. Das ist ein Ex-Zombie. Ah, und wieder ein Dead End. Schauen wir mal, wo waren wir denn da schon überall? Das mal raus. Da haben wir nicht, sind wir nicht rein. Okay. Da haben wir jetzt ein Dead End. Das heißt, wir gehen da weiter. Ah, das schaut nach Endhöhle aus. Wir sind quasi am Ziel angekommen. Au. Der Arme. Vielleicht hätte ich abspeichern sollen. Aber mittlerweile haben wir den Feuerball, der macht wirklich viel Schaden. Oh. Und die werden sogar gespalten von uns. Noch einmal so einen Feuerballi. Putrid Walker. Das klingt ja nicht gut. So. Na dann. Heilen wir dich doch mal.
so. Oh, kleiner Gar. Boah, arg coole Zombies, was es da alles gibt, und das noch so ein Putrid Walker. Okay, der ist Level 12. Hey, hörst du auf den Namen Schoko anzugreifen? Geht's da weiter? Ah, da gibt's eine Passage, da geht's weiter. Naja, speichern wir mal. Ich habe festgestellt, ist nicht ganz so klug, ohne Speichern rumzurennen hier. Also machen wir das mal. Immer wieder. Na, da geht's ja doch noch schön weiter. Ich habe gehofft, wir sind da gleich am Ende. Aber da geht es ja noch immer weiter. Wie nur was. Oh nein, da ist. Es schaut so aus, als wäre es hier aus. Wow. Warten wir mal, bis die näher kommen, und dann machen wir ein bisschen Feuerballi. Dass ich speichert habe. Na, arg. So, dann machen wir mal als erstes eine Wall of Fire. Und dann machen wir auch gleich einen Feuerball. Zombie hier. Hallo? Feuerball? Zombie? Okay, you cannot see that. Ach so, verstehe. Na dann. Kümmern wir uns zuerst einmal um den Zombie da. Feigling. Oh. Der hat den Joker fast in einem Schlag gekillt. Den Joker? Oh mein Gott. So, warte mal, dann müssen wir die Feuerwand mal wegtun. Wir müssen den Joker heilen, soweit geht. Na, das hat jetzt nicht viel gebracht. Wir könnten natürlich auch so einen Fireflash machen. Der bringt bei dem nicht viel. Den Zombie haben wir umgelegt. Der hat den Joker getötet. Einfach so. Irre. Better luck next time, sir. Sir, I believe I am mortally wounded. Perhaps retreat would be a viable option. Sir, I believe I am mortally wounded. Perhaps retreat would be a viable option. Ja, ich kann nicht retreaten. Ich schau mir das jetzt an, ob jetzt wer das umbringt. Oh, schaut fast so aus. Da liegen jetzt ein Haufen Zombies rum.
Okay, das heißt, wir müssen eigentlich neu laden, weil ohne den Joker will ich da nicht weiter rennen. Und wir müssen auf diesen blauen Zombie aufpassen. So, was ist denn da? Da sind noch ein paar. Ah, da ist dieses. Da ist die Gem. Oh, und da ist noch so ein Gore Guard. Das heißt, wir müssen etwas vorsichtiger reingehen. Gut, versuchen wir das noch einmal. Sollte ja wohl nicht so schwer sein. Wir müssen nur aufpassen, dass dieses blöde Viech uns nicht umbringt. Tja. Wir werden so langsam vorgehen. Ach, da kommt er schon. Der erste Zombie. Und noch einer. Ah, nein, das war ein Fehler. Jetzt rennen die da erst rein. Irre. So. Okay, gut, der hat den Gore Guard gleich angegriffen. Das heißt, was wir machen, ist auf jeden Fall so ein Fire Flash. Weil es tötet eigentlich alle Zombies, die da im Weg sind. Gezeichnet. So, kommt's bitte da raus. Bitte nicht da drinnen bleiben. Jetzt speichern wir nämlich noch einmal ab, weil da oben ist noch so ein Gore-Irgendwas-Typ. Bevor wir dann bei dem sterben, weil irgendjemand blöd zuschlagt. Ist es wohl besser, wir warten hier noch ein wenig. Oder? Ich glaube schon, dass da auch ein Chor irgendwas ist. Wo war denn der? War da nicht zwei? Gore Guard. Ja, ganz schön viele Punkte gebracht, glaube ich. Wir sind da jetzt schon bei vier roten und vorher sind wir genau gar nicht gestiegen. Ah, da ist noch eine Gore Guard, ich wusste es. Ja. Sollen wir das wagen? Wie weit bist denn du, Virgil? Bei 36. Ja, ich will mein Ding, ich will jetzt nicht diese Flaschen da vergeuden dafür. Dass das eh von alleine raufgeht. Natürlich ist das für euch nicht besonders schön zum Anschauen, wenn ich hier rumstehe und warte, bis ich meine. Bis sich da ein wenig das Ding gebessert hat. Aber ich kann ja auch nicht warten für eine Stunde, sonst hätte ich das ja so gemacht. Na gut, auf die Gore Guard. Immerhin ist die halbe Stunde schon fast vorbei. Und wenn man den eine halbe Stunde für diese Sidequest gebraucht.
Ha, wir machen das jetzt wieder so, dass wir einfach rumrennen. Ah, schade, er hat mich erwischt. Aber er ist schon fast tot. Ach, gepfeift drauf. Ein Fireflash, wenn der auch einmal auf mich drauf haut, bin ich tot. Ausgezeichnet. Was ist das für einer? Auf jeden Fall nicht so ein starker. So. Na bitte. Alles gut gegangen. Holen wir uns diesen komischen Stein. Gem of Meraki Wrench. Schaut jetzt nicht so interessant aus. Wenn ihr mich fragt. Ich meine, ihr fragt mich natürlich nicht, aber. Ja. Okay. Warte jetzt mal, gibt es hier noch irgendwas? Ah, da gibt es einen Sarkophag. Eine Unidentified Maze. Und Goldstücke. Damit muss ich unidentifizieren können. So, noch irgendwas? Nö. Ich bin für eine Maze da rein. Na okay, ich krieg oben auch Geld. Also so gesehen passt das schon. Na dann. Kann ich ja nebenbei ein bisschen trinken, während wir laufen. Von alleine. Ich meine, das funktioniert ganz gut. Und Chuka hat auch überlebt. Na dann. Wo rennen wir hin? Wie kommen wir raus? Na, da waren wir noch nicht. Da schauen wir auch noch hinten rein. Ist eh klar. Was? Wo war da ein Problem? Musst du um irgendeine Ecke rumgehen, die du nicht siehst? Ach, weh. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. War vielleicht den ersten Schritt, den ich da gemacht habe. Oder der letzte war zu lang oder keine Ahnung. Da zwei Schritte nehmen. Funktioniert nicht. Vielleicht habe ich falsch drauf gedrückt, was weiß ich. Ich glaube, vorher hat es noch so gut funktioniert. Wieso funktioniert es da nicht? Kann man sich jemand erklären? Das ist echt nicht richtig. Mal schauen, da unten muss es noch ein paar Zombies geben. Vielleicht. Schauen wir mal. Und noch welche gibt es? Ist gut. Mann, das ist ein Dead End. Okay, dann halt keine Zombies. Was ist da? Beide Richtungen. Ja, schaut fast so aus. Wenn welche müssen wir heim? So oder so. Ah, falsch. Das da. Ah, da waren wir noch gar nicht drinnen. Na dann. Gehen wir natürlich in diese Richtung. Hallo Zombies. Ah, da ist einer. Oh, wir sind so unfähig. Bitte nicht treffen. Das ist ein Level 3 Zombie. Das ist so ärgerlich. Okay, passt. Wir haben auch das letzte Nigel uns entledigt. Ich glaube, jetzt habe ich keine Seitengassen mehr vergessen. Boah, jetzt hat es mich gerade voll gefetzt, weil ich diesen Vorsprung da als Monster gesehen habe. Gut. Wo müssen wir raus? Ah, da.
Ausgezeichnet. Jungs, das habt ihr gut gemacht. Die Ratten haben wir schließlich auch erledigt. Na dann. Es heißt Wooden Object. Wieso schreiben sie nicht Leiter? Ich meine, immerhin ist es eine Leiter. Na dann. Raus aus dem Friedhof. Das war schlimm genug. What brings you back around? Greetings, Jeffrey. Might I impose on you a moment? Yes, what is it? I found what was underneath the graveyard, Jeffrey. I'm very interested in obtaining that object. I'll pay 500 gold pieces for it right now. Sounds good. Here you go. Thank you so much. Good day to you. You're not a bad sort. Nice doing business with you. Okay. Wir sind nicht böse, deswegen mag er nicht mit uns weiterarbeiten. Durch das, dass er sprechen kann, also durch das, dass er einen eigenen Sprecher hat, nehme ich mal an, dass wir ihn mitnehmen hätten können. Okay, aber das ist nicht so schlimm. Wir werden das überleben, wenn wir ihn nicht mitnehmen. Der wäre eh nur eine Konkurrenz für mich. Immerhin ist er auch ein Magier. Gut. Nachdem wir diese, also wir hätten vor der Quest vom Mayor abspeichern sollen. Ich glaube, wir hätten mehr Persuasion oder so irgendwas gebraucht. Keine Ahnung. Irgendwas hat uns einfach gefehlt. Na gut, Herrschaften, wir haben diese Mini-Quest erledigt. Wir schauen uns das nächste Mal etwas genauer in Ashbury um. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Schlaft's gut und träumt was Schönes.